Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bei einer neuen Folge und zwar der 7. Neubartelsagen Reloaded mit Precision Farming. Ja, letztes Mal hatten wir ja ein bisschen das Problem. Ich wollte eigentlich ja mit dem kleinen Trecker, den ihr da hinten rechts seht, und dem Strautmann hier unser Futter für die Schweine aus dem umlagern von dem gemieteten Silo hier an unser neues Hofsilo, was ja nicht so richtig klappen wollte, und es hat sich herausgestellt, es liegt wohl definitiv, also bin ich der Meinung, am Strautmann. Mit dem Anhänger will es wohl einfach nicht so richtig gehen, denn wenn ich das mit diesem Anhänger hier versuche, Job erstellen, und ich sage jetzt hier Laden liefern, es funktioniert, ich kann den Job starten. Und jetzt sagt der Ladegut, wenn dich nur unterstützt. Okay, nochmal schauen. Ach, Stroh, wir haben noch Stroh drin. Ich wollte eigentlich die Sojabohnen zum Beispiel hier rüberbringen. Job starten. Und ihr seht, der Fan fährt los. Und wird versuchen, und ich sage jetzt bewusst versuchen, weil das will er überhaupt nicht so richtig. Ah, okay. Schauen wir mal, ob er um die Kurve kommt. Nein, er bleibt natürlich hängen. Ja, da muss ich mir noch Gedanken machen, wie wir das hier mit dem Tor machen, weil auch beim Rückfahren hat er meistens die Probleme. Er kommt hier einfach nicht durchs Tor, obwohl es schon das größte Tor ist, will er einfach nicht den richtigen Weg finden, um hier durch das Tor zu kommen. Okay, Job erstellen, wieder mal steht Stroh drin, warum ist mir jetzt eigentlich auch ein Rätsel. So, Job starten und ab geht die Post, und diesmal wird das zumindest schaffen, wieder zurück bis zum Hof. Ja, was möchte ich mit euch heute noch machen? Wie ihr seht, Schweine haben wir und den Schweinen geht es auch soweit ganz gut. Das haben wir ja in der letzten Folge, haben wir den Stall mit den Schweinen sozusagen befüllt. Und was ich jetzt hier noch machen will, uns fehlt noch Heu und uns fehlt Mineralfutter. So, ihr werdet jetzt natürlich sagen, okay, ich habe da drüben ein Multifruchtsilo. Und da könnte ich jetzt alles einfach, ich sag mal, locker einkaufen. Könnte ich, aber ganz so einfach will ich es mir nicht machen. Denn wir werden jetzt zum Händler fahren, uns einen Ballenspieß, ein Frontlader, ein Ballenspieß holen. Und dann werden wir das Kraftfutter und Heuballen kaufen am Händler und bringen die dann hier zu unserem Hof. Und werden wir die erste Ausstattung hinkriegen, damit wir dann unsere ersten Kühe auch kaufen können. Und so bekommen wir dann auch richtig schön Leben auf den Hof. Dann haben wir nämlich die Tiere, die Schweine, wir haben die Kühe. Und was mich interessieren würde, das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Was hättet ihr denn gerne dann als nächstes? Eher Schafe oder eher Hühner für unseren Hof? Was macht mehr Sinn? Worauf habt ihr mehr Bock? Also schreibt mir gerne mal rein in die Kommentare, wie hier eure Einstellung ist, was mehr Sinn macht für die Erweiterung des Hofs mit weiteren Tieren. Okay. So, beim Händler seht ihr, dass wir auch schon unsere Walze eingekauft haben. Die werde ich dann später holen, wenn der Fendt entsprechend umgelagert hat, die Getreidesorten und so weiter. Und dann werden wir mit dem Fendt später die Felder walzen. So, Quicke. Jetzt muss ich mal schauen. 100 PS, 80 PS, 120. Theoretisch müsste es ja eigentlich dieses hier sein. So, okay. Und dazu jetzt noch einen Ballenspieß. Ja, nehmen wir den hier. Okay. So. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil ja noch das Frontgewicht da ist. Und das nehmen wir jetzt erstmal ab. Dann kommt der Ballenspieß. Der Frontlader mit dem Ballenspieß. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich glaube, der ist zu groß. Kann das sein? Der wirkt mir einfach zu groß. So.
ich gerade sehe. Ah, noch ein bisschen, bis er zum Ruf kommt. Okay, dann werden wir diesen Ballenspieß erstmal wieder, diesen Frontlader, erstmal wieder verkaufen. Und ich glaube, der ist definitiv zu groß. So, und dann nehmen wir... Ich weiß es nicht. Probieren wir es mal damit. Ob der besser hier zu diesem Trecker passt. Sieht eigentlich so aus. Überdimensioniert. So, das sollte jetzt soweit passen. Gut. Okay, und dann kaufen wir zweimal Heu. Ja, müssen wir als Rundballen kaufen. Quaderballen, Rundballen, Quaderballen. 465, 8 Kubik. Ja, kaufen wir mal zwei Stück. Dann schauen wir mal, ob wir die auch transportiert bekommen. In der Zwischenzeit seht ihr, ja, er kommt hier einfach nicht durchs Tor. Da müssen wir noch was überlegen. Aber wir müssen im Zweifel wirklich auf das Tor verzichten. Wäre schade. Weil ich habe so das Gefühl, dass auch mit anderen Toren er hier nicht zurechtkommen wird. Das hilft nichts, dann müssen wir einfach manuell durch dieses Tor fahren. So. Okay. Job erstellen. Stroh brauchen wir nicht. Was haben wir noch alles? Raps. Auch das könnten wir umlagern. Job starten. Gut. Dann brauchen wir ja noch Paletten, und zwar müsste da irgendwo, nicht so weit, das Kraftfutter sein. Mineralfutter, das ist es. Okay. So, da kaufen wir auch gleich mal 4 Paletten. Das Tür hier, die Ballen vom See. Aha. Okay, jetzt. Lassen. Das funktioniert. Na, also geht doch. Aber da bin ich mal gespannt, ob wir die zwei Ballen heil auf den Hof bringen. Oh, 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 oh. Das Gewicht ist doch ziemlich. Gewichte, das hilft uns ein bisschen, und wenn der Anhänger voll ist, dann sollte uns das auch ein bisschen helfen. Aber ich sehe gerade, dass ja eigentlich unser Gewicht hinten auch eine Anhängerkupplung hat. Ob wir nicht einfach das Gewicht hin anhängen, und dann können wir unseren Anhänger ja anhängen, und dann kriegen wir das auch hin. Ohne dass wir Gefahr laufen, dass unser Traktor hier das Gleichgewicht verliert. So, okay.
zurück. Aufgenommen. Jetzt ist er stabil. Und es geht. Sehr schön. Ja, dann werden wir das Mineralfutter jetzt noch alles aufladen. Und dann fahren wir zurück zum Hof. Können das Ganze in unseren Fütterungsroboter werfen. Und somit die ersten Kühe kaufen. Ja, an der Stelle habe ich einen kleinen Schnitt gemacht, weil es hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis das Mineralfutter hier mal eingeladen war auf unseren Staubmann. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir einen kleinen Sprung. So, jetzt versuchen wir hier die zwei Heuballen und unser Mineralfutter zu unserem Kuhstall zu bringen. Ich hoffe, unfallfrei. Und dann werden wir uns unsere ersten Kühe kaufen für unseren Kuhstall. So. Transporter sozusagen unterwegs, dann machen wir mal wieder die nicht vorhandene Röntgenleuchte, sondern eher Blindleuchte. Ja, mit 8000 Liter Heu und den 4200 Liter Kraftfutter. Mineralfutter sollten wir eigentlich auch ohne Probleme. Aber ich denke, 30 Kühe am Anfang auf jeden Fall bewirtschaften können. Der Stall fasst 240 Tiere. Auch hier ist, glaube ich, 30 eine gute Zahl. Und hier können wir ja die Ballen direkt abkippen. So, man sollte ja die Ballen nicht ablegen, sondern am besten reinwerfen, weil wenn sie übereinander sind, kann es zu Problemen kommen, dass dann ein Ball nicht richtig verarbeitet wird. So sollte es aber keine Schwierigkeiten geben. Okay, wir werfen mal einen kurzen Blick. Ja, und ich wusste es. Hatte ich es doch im Gefühl. So, unser Fendt ist wieder da und hat sich natürlich wieder eingehakt hier zum Gatter. Ja, wie gesagt, da müssen wir noch mal Gedanken machen, wie wir das am besten hinbekommen. Den kippen wir nochmal ab. Ein Stück. So. Und dann lassen wir das erstmal gut sein. Nicht vergessen, Motor ausschalten. So. Dann läuft der Motor vermutlich noch. Yep. So. Nein. Dann werden wir jetzt das Mineralfutter hier noch einwerfen. Beziehungsweise abladen. Und dann können wir uns unsere ersten Kühe kaufen. 12.59 €. Ja, das wird leider knapp. 13 Uhr würde der Fütterungsroboter beginnen. Mal schauen, ob wir es vielleicht noch schaffen. Und dann nehmen wir die guten Holsten. 30 Stück. Holzstein. Kaufen. Okay, ab die Post. 12.59 €. Unsere Kühe sind auf der Weide. Und theoretisch müsste jetzt gleich der Fütterungsroboter das erste Mal starten. Immer zur vollen Stunde. Mal. Und dann sehen wir weiter. Okay, ist der Rollladen unten? Der Rollladen ist unten. Ja, das hat ja perfekt geklappt. Unsere Mischration wird jetzt hier gemischt mit Stroh, mit Heu, Silage und Kraftfutter. Und dann müsste hier gleich der Fütterungsroboter herauskommen. Ja, man
das schauen wir uns dann noch an, bevor wir hier am Ende oder zum Ende der siebten Folge kommen, hier auf unserem Projekt Neu Bartelshagen Reloaded mit Precision Farming. Schauen, dass wir dem Roboter hier nicht im Wege stehen. Der Lelly. Und wird unsere Tiere füttern. Ja, mit diesen Bildern darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir kommen gut vorwärts hier mit unserem Hof, mit den Tieren. Schweine und Kühe haben wir jetzt. Jetzt haben wir hier richtig Leben auf dem Hof. Ich sage jedenfalls recht schönen Dank fürs Zusehen. Ich bin der Badenfarmer und sagt Tschüss, ciao, cheerio.